Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Regnum Warzone Let's Play. Es ist gerade Schatzsuche und ich habe jetzt das nicht so lesen können. Ich frage mich, wofür diese Leute bestraft wurden. Wo ist ein Gefängnis? Bestraft. Boah, ich kenne mich noch nicht so gut aus. Also ich habe jetzt ja längere Zeit Pause gemacht. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen reinkommen in die Map. In einem Gefängnis oder in einem Hinterhalt oder so. Also so ein. Also Friedhof kann das nicht sein. Ja. Oh, die Schatztruhe wurde gefunden. Sagt mir bitte wo. Oh, so peinlich, ey. Wo gibt es denn viele Leute oder so? Vielleicht hier in diesem kleinen Dorf. Das wurde hier sozusagen bestraft. Ja, macht er doch einfach nochmal etwas. Die erste Runde zu Ende, okay. Wir schauen mal kurz bei Discord. Eben Schatzsuche. War ja eine schnelle Ding. Und leider sind gerade sehr viele Igen aktiv. Ich kann jetzt nicht so gut Gameplay zeigen. Ich wollte das Oster-Event, ja. Bald Oster-Event halt zeigen. Nein, ich wollte die Schatztour mal sehen. Und ja. Ja, ich habe vorher gesehen, also die haben Aggersburg angegriffen. Jetzt sind sie weg und habe da geschrieben mit einer von der Gede. Ich war ungefähr hier und dann kamen plötzlich 7 Igen. Und ich bin einfach so hier kurz reingegangen, habe gemerkt, ah, die greifen wahrscheinlich jetzt gleich an. Bin wieder rausgegangen, bin jetzt hier hoch. Also das sind die derzeitigen Hinweise. Also 100 Magnetstück. Für was mache ich das eigentlich mit? In 15 Minuten. Dieser Kerl starb bei dem, was er am meisten liebt, dem Transport von Kohle. Das muss irgendwo hier oben auf dem Ding sein. Also es kann natürlich auch irgendwo in Ignis sein. Aber ich weiß von... nicht im Krater, dort ist zwar Kohle, aber es gibt da so eine Leiche, die hier oben drüber ist. Ich gehe einfach mal hin. Es kann sein, dass es ganz woanders ist. Es könnte im Syrtis-Gebirge sein, vor der Mauer, rechts. Ich glaube, es ist Algaros, ja. Ja, also hier im Gebirge. Genau, oder... Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal zu dieser Leiche hier oben. Wenn sie überhaupt... Doch, doch, sie ist hier oben, oder? Oder ist sie hier drüben? Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo sie ist. Weil man achtet natürlich nie auf Leichen. Die sind halt einfach als Deko-Objekt. Da. Irgendwo hier war doch die Leiche, oder? Hier ist aber Eisen. Da ist die Leiche. Aber sie ist nicht hier. Ach, schade. Ich habe die Leiche zwar gefunden, die so halb ist, aber das ist ein Krieger. Ist sie also nicht. Ja, hier ist auch noch eine Leiche. Es sind mehrere Leichen. Aber hier ist keine Schatztruhe. Es müsste eine große goldene Schatztruhe sein. Wo könnte überall Kohle sein? Also in Kraters kenne ich keine Leiche. Vielleicht hier irgendwo. Okay, sie wird nicht so schnell gefunden. Ich frage mich, wer das immer macht. Ich würde auch gerne das machen. Cool im Team sein. Also hier wäre eine Leiche, aber hier ist nichts. Ich gehe jetzt einfach mal in den Krater. Ich denke, okay, die wurde gefunden. Was? Unter? Ja, wie soll ich dort hinkommen?
Ah, wenn es wenigstens bei Herbert wäre, oder? Okay, sie war unterhalb von den Burg Eferias, ja. Genau. Okay, da kann ich sie nicht finden. Dort sind zu viele Söten. Also hier wäre Kohle gewesen, aber hier gibt es einfach keine Leichen. Vielleicht hier am Krater irgendwo. Ja, hier gibt es die Leichen, genau, aber da wäre es nicht gewesen, wäre zu einfach gewesen. Also südlich von Burg Efrias ist ja der Strand. Und dort irgendwo, es gibt einen Ort, glaube ich, wie eine Kutsche oder so, wie ein Holzfällerlager oder so, dort könnte es gewesen sein, aber chancenlos. Und die zweite, also die erste hat man auch Einblendung gesehen, da kann ich ja dann im Part sehen, wo genau die ist. Also, wir gehen ein bisschen Krieg machen und warten kurz noch auf die andere, die dritte. Ich weiß nicht, wie lange es geht, aber... Ja, eben. Selbst wenn wir direkt hingelaufen wären, wir hätten sie nicht erwischt. Weil, ja, es ist ja relativ schnell gefunden worden. Es sind einfach zu viele Egen. Es sind nur zwei sichtbar. Ich habe übrigens einen gefunden, den Azura, der kennt mich aus den Twitch-Let's Play Livestreams damals noch vor einem Jahr. Und ist auch schon mal in Basel gewesen. Im St. Jakobspark zum Beispiel. Jo, da habe ich noch vorher ein bisschen geredet. Also geschrieben. Pfuscht. Götze Lektion. Oh. Das ist derjenige, der bei uns immer spioniert hat. Den habe ich gar noch nicht angeklickt. So, also. Jetzt müssen wir wieder zurück. Sackersbock zurückholen. Hopp, hopp. Viele Ritter gerade. Ich bin eher so der Healer. Ich muss nicht ganz vorne stehen, sonst bin ich dann schnell weg. Oh, der schlimmste Debuff. Ja, es sind viel zu viele. Oh. Letztens haben sie so gesagt, sie sind nicht so viele. Ja, man sieht's. Einfach overpowered. So, macht endlich diesen Debuff mal ein bisschen kürzer. Ist ja unglaublich hier. Regnum nervt einfach ständig mit diesen langen Zeiten von ja, Debuffs, Stuns und alles mögliche. Die könnten einfach das Kampfsystem mal ein bisschen schneller machen, die Abklingzeit ein bisschen kürzer, dafür diese Debuffs entfernen. Aber nee, machen sie nicht. Eben deshalb gibt es halt auch so wenig Spieler. Sie wollen nicht spielen. Das ist so. Und eben diese Schatzsuche-Events sollten auch mal ein bisschen verbessert werden. Dass viele es finden können. Nicht nur einer. Aber gut. Durchschnittsfahrer halt. So greift an. Nein, Blix. Du warst ein guter Kämpfer. Okay. Ja, ich habe keine Hinweise. Mach mal vorwärts. Wir dorthin reiten. Wir haben keine Chance hier. Ja gut, wenn die halt so aktiv sein müssen. Beim Aufstieg hierher konnte einem der Atem stocken. Ja, die Kristallhöhle ist ja in der Mauer.
Der Atem stocken. Wie soll ich stocken? Es muss irgendwas Gefährliches sein. Also steil oder Feuer oder sonst irgendwas sein. Also ich denke, ich gehe mal da rüber zu diesem, ja, zu diesem Berg sozusagen hier. Aber ich glaube, der da vorne hat ihn schon. Was, die Schatzsuche wurde schon gefunden? Hat der ihn gefunden? Das sah so aus, als würde er hier sein. Wahrscheinlich war die Schatztür genau hier. Hm. Ja gut. Der Schatz hat was gegeben. Ja, wird nie angezeigt. 100 Magnetstücke, genau. Keine Ahnung, wie man das eigentlich noch haben kann. Es ist genauso wie diese, anderen Sachen da, die wo man nur gewinnen kann, wenn man mega Glück hat. Altos de las Andes. Auf den höchsten Gipfel von Iralsius. Ja, aber ich war noch nicht da oben, also da war es ganz oben. Ich denke, es war wirklich, wo ich hin wollte, auf den höchsten Berg, wo man ja über das Tor, also beim Tor, wo da oben ist, oben drüber im Norden, oben drüber, links nach links muss. Dort was. Aber gut. Kann man ja nicht schaffen, oder? Ja, wir können weiterhin versuchen, Krieg zu machen, aber wird wahrscheinlich nichts mehr. Es sind einfach zu wenig Eisen hier. Naja, und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich muss bald essen scheinbar. Die Tischen schon. Wir haben extra abgesprochen, dass wir erst um 6:30 eigentlich essen werden. Und jetzt kochen sie doch schon wieder um 5:30. Ich weiß nicht, was die Leute eigentlich wollen. Sagen alle wieder, wir haben aber Hunger. Dann esst doch mal 4 Uhr. Esst einfach um 4 Uhr mal etwas. Eieiei. Die ganze Wege, also ich weiß nicht, ob ich bald nicht mehr Folgen aufnehmen kann, einige Zeit, weil ich einfach weggehe und den PC erst später nachholen kann. Oder ob es halt einfach, ja, weiterhin so. Okay. Gut, dann können wir noch ein bisschen kurz umherwandern. Wir gehen mal irgendwo hin, wo die meisten Leute nicht hingehen, zum Beispiel zum Friedhof rüber oder so. Irgendwo dort. Hab ich so das Gefühl, wird eine platziert. Der eine hier geht dorthin. Einen zufälligen 100% Bonus, also auch Itemfin Bonus und Xim Bonus. Also der geht jetzt mal rüber dort und ich gehe so ungefähr in Trelleborg. Okay, der geht nach Trelleborg. Ich werde einfach mal hier ungefähr warten. Der geht aber nicht, der geht eher nach Südwesten. Ist ja klar, einfach eine andere Seite der Map. Der geht hoch wieder, dann gehe ich rund. Ich gehe in den Südwesten jetzt. Hat es schon begonnen? Nein, noch nicht. Also ja, ich sehe jetzt gerade gar keine Kiste. Wetten Sie es dann irgendwo hier, wo wir jetzt gerade durchgehen? Oder direkt auf dem Friedhof? Hinter dem Friedhof? An der Klippe? Da ist jemand. Okay. Wieso ist hier ein Zombie? Das ist auch nicht gerade auf dem Friedhof. So, ich bin leider hier.
Noch ein bisschen rüber. Ich denke, es ist eher hier, wo einer kommt. Also zwei pro Seite. Ja, wir haben noch das Buff-Symbol. Das Buff-Zeug hier. Die Sternchen, die Sternchen. Sonne, Mond und Sternchen. Ja. Okay, hier bleibe ich. Hier sieht man ein bisschen mehr. Aber wie lange geht das jetzt? Da oben gibt es einen Schattenbug. Ach komm, ey. Blöden aggressiven Bosse. Blöde Anführer. Es könnte hier am Strand eine kommen, denke ich mal. Ich kann wenig ausschließen, aber ich kann viele einschließen. Viele Orte. Und deshalb einfach mal ein bisschen herumschauen. Solange wir noch ein bisschen im Laufen sind, ja, können wir die Zeit auch ein bisschen schneller verbringen, bis dann die Kisten wirklich erscheinen. Aber ich dachte, es wäre irgendwas mit Piraten, oder? Dass man irgendwie etwas kaputt machen kann immer wieder, einen Boss, und dann Schätze bekommt, aber es ist scheinbar einfach, sind Kisten, die halt nur einmal öffnbar sind, und das hat richtig lame, wenn man halt ständig ja Pech hat. Sie suchen auch hier. Ich gehe mal unter dem Friedhof. Zuerst mal hier hoch kurz. Wie kann man einfach als einzelner Spieler so eine Chance haben, oder? Das ist fast unmöglich. Also scheinbar sind sie schon versteckt, aber man sieht einfach keine Hinweise, nichts. Vor allem nur dreimal und dann nur so wenig Belohnungen. Das ist ja wirklich, ich kann wirklich verstehen, wieso die Entwickler keine Spiele haben. Die Spieler wollen halt einfach Regnum nicht spielen, es ist zu langweilig. Ja, die Entwickler halt auch nichts machen. Ich spiele es jetzt wirklich aus freiem Fuß, damit ich den Leuten wieder Spaß bringen kann, die halt das... ja, die Interesse haben, oder? Ich habe zwar eben auch nicht so viel Lust, aber ich kann wenigstens die Lust holen, oder? Aber auch nicht immer. Und dann werde ich halt auch ziemlich schwer enttäuscht ab und zu. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich immer das Projekt mache. Kommt auch auf die Zuschauerzahlen, vor allem auf die Kommentare drauf an. Wie viele halt auch mitmachen, mitspielen vor allem. Und ja. Aha. Wie viel Schaden hat er gemacht? 100. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo eine Kiste sein soll. Ich könnte ewig suchen. Gibt ja keine Hinweise mehr. Aha. Die reparieren gerade was. Ist jemand? Ghostface. Noch nie gehört. Also ich könnte mal hier rüber gehen, ja. Da wir keine Hinweise haben, ob die schon gefunden worden sind oder nicht. Ja, können wir nur kurz noch ein bisschen uns umschauen. An Orten, die vielleicht nicht jemand zuschaut, also nachschaut. Das ist meistens so ein bisschen am Rand oder nicht ganz am Rand. Bleib mal hier ein bisschen oberhalb vom Rand und nicht hier unten irgendwo. Und versuch mal zu den Igen zu kommen.
Okay, jetzt wurden sie hingetan. Also es kann wirklich hier unten einer sein, sonst haben wir Pech, wenn beim Südweststrand da eins war. Ja, wow, die Deutschen haben wieder das Nachsehen, aber gut, kann ich Englisch. Und Spanisch kann ich auch ein bisschen übersetzen. Einfach nicht gut reden. Keine Ahnung, wo eine Kiste sein soll. Wäre schon cool hier bei der Windmühle, weil die Windmühle ist ein Ort, wo viele eigentlich nicht so wahrhaben. Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht so. Ist wirklich hier nichts. Ich denke, wir sind gerade mal gut dran, eine Kiste zu finden. Aber ich sehe vor lauter Bäumen der Wald nicht mehr. Das wäre sehr hart hier, ganz im Eck. Ja, ist leider aber nichts. Schade. Wenn man denkt immer, ja, gut, ich suche irgendwo einen bestimmten Standort in der Map. Und am Schluss schaut man in die Ecken, oder ja. Nicht ganz so. Okay, gut, sind wir nicht gestürzt. Oder so hier, ja, nicht ganz am Rand, aber irgendwo hier hinter den Steinen. Aber sehr interessant irgendwie. Ich frage mich eben, wie schnell werden sie jetzt gefunden? Weil es suchen sehr viele, die wollen einfach diese Schätze. Ich kann schon verstehen, dass die jetzt gerade sehr schnell auch gefunden wurden oder gefunden werden. Aber hier habe ich eher nicht so das Gefühl. Hier ist das Rock Camp. Ich bin sehr gespannt. Wird aber nichts gesagt, scheinbar. Wurde schon gefunden oder es war hier? Nein, im Camp ist nichts. Ich sehe jetzt gerade gar keine anderen, die suchen. Vielleicht finde ich doch einen Schatz. Muss überall aber rein. Ich gehe jetzt mal nach Imperia hoch und suche dort. Schade. Ich dachte, ich hätte eine gute Idee gehabt. Schade, wäre auch ein gutes Versteck gewesen. Ich stelle einfach diese Wege, Meister. Der verändert sich nicht, der Stahlhard. Aber er ist sehr stark. Man bedenke, wie schnell man rutscht. Also, ja. So, Zugang der Halbinsel. Hier ganz unten, das wäre doch ein perfektes Versteck. Zum Runterrutschen. Perfekt. Gut, haben wir das geschafft. Hier hinter dem Stein. Einfach so random hinter dem Stein. Boah, ich wäre so gut im Verstecken, aber die Leute wollen mich nicht einstellen. Dabei wäre ich doch der perfekte Game Master damals. Heute heißen die wahrscheinlich einfach Moderators. Das ist ein voll langweilig. Ja, wenn man ein Spiel macht, was immer schlechter wird. Weil man halt immer mehr spart und spart und spart. Und dennoch so mega pay to win macht alles. Ja, dann geht's halt einfach in den Keller runter. LOL.
Es ist einfach eine Holzkiste. Es ist eine Holzkiste und ich habe 100 Marganitstücke gefunden. Okay, eine habe ich gefunden. Wo ist die zweite? Die zweite müsste wahrscheinlich im Riss von Trelleborg sein oder so. Ich denke nicht so weit weg. Also ich gehe jetzt nicht hier hoch. Aber ich habe 100 Magnetstücke bekommen. Und ja, ich mache mal einen Screenshot. So. Jo. Jo. Da ist jemand. So, wie geht das eigentlich mit dem Screenshot herholen? Ah, ich habe eine Idee. Steam ist immer so schwer. So. Mach ich mal hochladen. So. Gut, kann ich da noch kurz den Ordner haben irgendwie? Nicht online anzeigen, Ordner. Ja, wow. Der Ordner ist irgendwie gesteckt. So, also, dann haben wir hier einfach mal kurz einfach ein bisschen angeben. Wo ist denn der Trade? Da oben irgendwo? Da. So. Die wissen schon, was es ist. Jetzt sagen alle wieder, er muss wieder böse zu uns sein. Ja, einmal mache ich es. Ja, es ist wirklich so, wenn man irgendwelche Videos oder Livestreams macht, man wird verspottet. Das ist einfach so diese narzisstische Community, die Regnum leider hat. Und ja, kann man nichts machen. Aber jo, die tun sich halt selber ein bisschen ausschalten. Ich bin nicht narzisstisch, deshalb mache ich nicht mit. In der Schweiz gibt es vor allem alte Großmüttern, die so narzisstisch sind. Dann tun sie uns irgendwie beim Einkaufen oder so die ganze Zeit stören, stehen im Weg oder maulen herum. Das ist halt schon ziemlich... ja, naiv und selbst überschätzend. Und wenn man dann als ganz normal oder sehr selten selbst überschätzen oder ja, gegen andere sozial nicht vorhanden ist, dann einfach die sehr böse, weil sie wollen es ja nicht, dass wir angeben, dass wir besser sind, weil naiv beziehungsweise im narzisstische Leute wollen nur, dass ihnen besser geht und nicht uns oder nicht den anderen. Und dann kannst du immer gut dazwischen funken, indem du irgendwas mal angibst. Zwischendurch, wenn du gerade siehst, ja, den Leuten geht es nicht so gut, die naiv sind. Also die Dinge, narzisstisch sind, naiv ist ja, ja, nicht etwas Positives, aber auch nicht etwas Negatives. Es ist einfach eine Abwesenheit sozusagen oder eine... Ich habe diese Sache im Kopf und andere können es nicht manipulieren und so Sachen. Ja. Aber ja. Ist halt einfach meistens so. Überwiegend. Also ich gehe jetzt kurz noch durch den Riss, wenn dort nichts ist. Ich gehe mal oben durch oder so. Wir haben sicher die andere Schatztruhe schon gefunden worden. Ja, ich denke, sie ist schon gefunden worden, aber... Ich versuche es trotzdem noch. Ja, und heute hat einfach weniger kämpfen. Die Igen sind in der Übermacht. Da können wir jetzt gerade momentan echt nichts machen.
andere wollen ja nicht spielen. Und ja, ich sollte mal wieder ein bisschen weniger. Mich ein bisschen. Ja. Eben. Ich bin halt gerne ein bisschen am Nerven. Das stimmt. Aber ich schaue, dass ich es nicht zu viel mache. Weil mich nervt es ja auch, wenn andere Leute zum Beispiel narzisstisch sind oder. Die Spiele halt nicht so unterhalten, wie sie sollen. Also hier ist nirgendwo eine Truhe und hier sind ja vorher schon viele gewesen. Also ich denke, es ist nichts hier. Aber es ist relativ einfach versteckt gewesen. Es ist nicht so irgendwo hinter einem Stein gewesen. Sie ist auf einem freien Feld mit ein paar Bäumen und sogar einem, wie sagt man dem? Dingstein, Wegstein, oder? Wo man sich wieder beleben kann. Ja, wo man sich saven kann. Also, dann, ja, ich gehe wieder zurück zum Bind und ja. Bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Part. Oder so. Tschüss.